Moin Leute und willkommen zu einer neuen Spezialfolge, in der wir die Bücher von Enderal lesen. Wir machen heute weiter, beziehungsweise wir beginnen die Mythen- und Legendenbücher. Und zwar Band 1, Der blinde Schürfer, verfasst von Erzmagister Gawain Giratu 8111 nach Sternenfall. Der blinde Schürfer ist wohl eine der bekanntesten endraliischen Volkslegenden. Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass sie sich unmittelbar unter den Füßen der Agerbürger abspielt. In den Minenschächten der Pechgrube, dem zweitgrößten Minensystem des Landes. Bei dem blinden Schürfer, dessen tatsächlicher Name nicht bekannt ist, handelt es sich den Legenden zufolge um einen Verlorenen, der in den Schächten der Pechgrube wandelt und bereits zahllosen, unvorsichtigen Arbeitern und Unterstädtern das Leben genommen hat. Seine Augen sind mit blutigem Tuch verdeckt und sein Körper ist übersät von Geschwüren und Eiterbeulen. Seine Fratze besteht aus entmenschlichten Zähnen, scharf und spitz wie die eines Wolfes. Grund für seine Existenz ist der Legende nach ein Unglück, das sich 6342 nach Stern in den Minen ereignet haben soll. Durch einen Steinschlag wurde ein Tunnel verschüttet und die sich darin befindlichen 15 Schürfer und Schürferinnen von der Außenwelt abgeriegelt. Die Menge an Geröll war so groß, dass selbst nach 3 Wochen der Eingang nicht wieder freigelegt werden konnte und 3 weitere Wochen später glaubte man die Schürfer tot, schaufelte den Gang wieder zu und verbarrikadierte den Zugang dahin. Ein grausamer Trugschluss, denn die Schürfer lebten noch. Die ersten Wochen zehrten sie von dem wenigen Proviant, den sie bei sich trugen, und als dieser knapp wurde, fingen sie Eiterkäfer und Ratten, um diese zu verspeisen. Schierer Überlebenswille und das Geräusch der Pickel, die auf den Stein einschlugen, der sie von der Außenwelt trennte, gaben ihnen Hoffnung. Als das Geräusch jedoch verstummte, gerieten sie in Panik. Sie waren gefangen auf alle Ewigkeit und sie wussten es. Stück für Stück verloren sie den Verstand, alle bis auf jenen, den wir heute als den blinden Schürfer kennen. Er, ein ehemaliger Vorarbeiter, der sich bei seinen Kameraden großer Beliebtheit erfreute, mahnte zur Ruhe und Stunde für Stunde, Tag für Tag, verbrachte er damit, nach einem Ausgang zu suchen. Je mehr Tage jedoch verstrichen, desto schlimmer wurde die Lage. Dem blinden Schürfer gelang es nicht mehr, die Panik seiner Kameraden im Zaum zu halten, und der immer schlimmer werdende Hunger tat sein Übriges. Eines Tages jedoch erschien ein Silberstreif am Horizont. Der blinde Schürfer hatte einen Ausweg gefunden. Freudig wollte er zu seinen Kameraden zurückeilen, aber auf dem Weg zu ihnen offenbarte sich ihm ein grausamiger Anblick. Der Leichnam einer seiner Männer. Er war grausam zugerichtet, sein Bauch war von einer Axt aufgerissen worden, Blut und Innereien waren auf dem staubigen Boden verteilt. Noch bevor der blinde Schürfer den Stimmen folgte, die hinter einer Ecke hervordrangen, wusste er, was geschehen war. Seine Kameraden hatten den Mann verspeist. Rasender Zorn ergriff den Mann, so kurz waren sie vor der Rettung gewesen, so kurz, und dennoch hatten sie sich der Entmenschlichung hingegeben, anstatt auf Malfas Licht zu vertrauen. Ohne nachzudenken löste der blinde Schürfer die Axt aus dem Leichnam und stürmte zu seinen Kameraden, die ihn mit blutverschmierten Mündern und schreckgeweihten Augen ansahen. Noch bevor sie begriffen hatten, wie ihnen geschehen war, hatte er sie alle getötet. Aber anstatt den Schacht zu verlassen, blieb er bei ihnen. Denn er begriff, was er getan hatte, und voller Abscheu riss er sich die Augen heraus, um die Folgen seiner Tat nicht länger ertragen zu müssen. Anmerkung des Verfassers: Bis heute ist unklar, ob der blinde Schürfer tatsächlich existiert. Aber arkane Untersuchungen weisen darauf hin. Scheinbar verfügt er über einen magischen Schutz, der es unmöglich macht, ihn körperlich zu verletzen. Legenden zufolge soll ein psionisches Totem den Bann brechen können, aber es ist unklar, wie ein solches herzustellen ist, gerade da die Ausübung von Psionik unter Strafe steht. Einzig und allein die Apothekarii könnten über solches Wissen verfügen. Aber das ist zu vermuten, dass sie es, falls dem so ist, wohl behüten. Ja, sehr interessant, finde ich die auch. Die Bücher. Wir haben jetzt hier noch
Aveltin, der Wanderer. Ach so, ja genau. Und immer wenn man die Bücher liest, dann wird das auch zu einer Quest hinzugefügt, indem man die Kreaturen aus den Mythen- und Legendenbüchern besiegen soll. Das finde ich natürlich auch sehr spannend. Bin gespannt, wann wir die dann mal treffen und ob uns das gelingt. Mythen und Legenden Band 2. Aveldin, der Wanderer. Verfasst von Erzmagister Gawain Iratu 8111 nach Stern. Einem kleinen vergilbten Gedichtband zufolge lebt im Düstertal der Grimm. Folgender Teil konnte aus dem verrottenden Büchlein gerettet werden. Unten tief im düsteren Tal, ein Mensch mit tiefem Leid schreitet auf und nieder immer fort. Erlösung ist sein Ziel. Lang sehnt er die letzte Reise, die ewigen Pfade herbei, doch verwehrt bleibt es ihm, so dass er Erlass sich wünscht. Sein inneres Monstrum tobt und heult, wen er sein Grab aushebt. Längst hat's ihm von ihm Besitz erlangt und hindert ihn am Tod. Nun lauert er auf wackere Kämpfer, die seine Qual beenden, jedoch versagte jede Waffe am schwarzen Pelz des Grimms. Das Weiß in seinen Augen grell scheint angsterfüllt bei Brand, so ist das Monstrums einzige Schwäche das Lodern der Flamme im Fleisch. Sein früheres Leben längst vergessen, seine Taten, seinen Namen. Die Sühne durch Malfas war gerecht, denn er, Anmerkung des Autors, die Tinte der letzten Zeilen ist durch Nässe verlaufen und das Papier spröde und brüchig. Um wen oder was es sich also genau handelt, ist nicht näher bekannt, doch scheint seiner menschlichen Gestalt etwas Bestialisches hinzugekommen zu sein. Erzählungen über den Verbrecher Aveldin weisen jedoch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf. Jahrhundertealte Legenden berichten nämlich über einen berüchtigten Mörder namens Aveldin, der Gewissenlose, der unzählige Morde im Düstertal begangen haben soll. Auch vor hochrangigen Mitgliedern des Ordens habe er keinen Halt gemacht. Einst lauerte Aveldin einer Händlerkarawane im Düstertal auf. Die Bande rund um den Mörder richtete ein Blutbad an und verschonte niemanden. Selbst Kinder waren unter den Toten. Malfas selbst sprach als Strafe ein Urteil über Aveldin, auf das für alle Zeit sein Charakter an ihm hafte. So fügte er dem Gewissenlosen eine groteske, wolfsähnliche Monstrosität hinzu, mit der er fortan im Geiste ringen musste und die gelegentlich auch äußerlich hervorbrach. Denn wie ein Wolf war auch Aveldin von einer wilden und animalischen Wesensart geprägt, die er seitdem als Würde mit seiner letzten Menschlichkeit zu bekämpfen hatte. Okay. Was haben wir noch? Die Aschewitwe. Der Stählerne. Ich weiß jetzt gar nicht. Die Aschewitwe. Ist das Band 3? Ja, genau, das war Band 3. Also ich hatte das vorher, also hier die Aschewitwe hatte ich, glaube ich, vorher irgendwann schon mal aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob ich die. Habe ich die in einer Folge schon mal gelesen? Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wir lesen sie trotzdem nochmal. Mythen und Legenden, Band 3, die Aschewitwe. Verfasst von Erzmagister Gawain Giratu 8112 nach Sternfall. Eine der wohl schaurigsten Legenden Enderals ist die der Aschewitwe. Die Aschewitwe war einst eine bezaubernde junge Frau, die einem Erhabenen zur Gefährtin versprochen worden war. Ihr Haar war lang und von einem rötlichen Blond, wie das Spät der Herbstblätter und ihre Augen blau wie die See. Sie war klug und belesen, spielte die Laute und sie erfreute sich am Hof ihres Familienanwesens größter Beliebtheit, was nicht zuletzt auf ihren heiteren, lebensfrohen Charakter zurückzuführen war. Auch ihr zukünftiger Gefährte, der Sohn eines reichen Grafen, genoss einen edlen Ruf und als die beiden sich die Gefährtenschaft schworen, sangen die Barden Lieder über die Erhabenheit der beiden Liebenden. Doch es dauerte nicht lange, da fielen der frisch vermählten Frau Unstimmigkeiten im Charakter ihres Mannes auf. Sprach er an den Abendtafeln, zu denen zahlreiche Erhabene erschienen, immer sanftmütig über die niederen Pfades, erzählte er ihr nach mehreren Flaschen Wein anderes. Er habe keine Sympathien für die Handwerkerarbeiter und schlimmer noch die Unterstädter übrig. »Es hat einen Grund, dass Malfas uns mit unserem Pfad gesegnet hat«, sagte er. »Unser Blut ist wertvoller.«
Waren es anfangs noch Aussagen wie diese, die die junge Frau besorgt stimmten, wurden später aus Worten auch Taten. Einen Stallburschen, der sein Pferd falsch aufgesattelt hatte, ließ er beide Beine brechen und der Dienerin, die Wein auf seinen Rock verschüttete, schlug er die Zähne aus. Als die junge Frau ihren Gemahl darauf ansprach, bedachte dieser sie nur mit einem geringschätzigen Blick und ging davon. So zogen die Jahre ins Land und mit jedem Winter wuchs der Kummer der Frau. Mehrmals dachte sie darüber nach, davonzulaufen, aber da sich die Delikte nicht gegen sie selbst wandten und ihr Gefährte an manchen Tagen ein sanftes, ja sogar edelmütiges Gebaren an den Tag legte, traute sie sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Wohin hätte sie auch fliehen sollen? Eines Tages jedoch sollte sich die Lage zum Schlimmeren wenden. Eine junge, halb eternische Dienerin war in den Dienst des Schlosses getreten. Sie war kaum 16 Winter alt und schüchterner Natur. Der Frau jedoch fielen die Blicke auf, die ihr Gefährte ihr zuwarf. Eine Mischung aus Böswilligkeit und Lust, die ihr einen kalten Schauer über den Nacken jagte. Bald darauf bemerkte die Frau, dass die junge Dienerin ihrem Blick stets auswich und den Kopf gesenkt hielt, als schäme sie sich in ihrer Anwesenheit gewaltig. Zudem stieg ihr Gefährte immer öfter lustlos und abwesend zu ihr ins Bett. Tag und Nacht malte sie sich aus, was ihr Mann mit dem Mädchen anzustellen vermochte. Daher beschloss sie, sich an dem Tag im Kleiderschrank zu verstecken, an dem die Halbeterna das Gemach säubern sollte. Ihrem Gefährten erzählte sie zuvor, dass sie bei den reisenden Händlern vorbeischauen wolle, die wie jeden Vollmond die Gegend rund um das Schloss aufsuchten. Kaum als die Dienerin die Tür mit zittriger Hand hinter sich sauste die Klinke herab. Aus dem Schrank konnte die Frau ihren Gefährten vor Erregung schnaubend im Türrahmen erblicken. Das halb eternische Mädchen erschrak, blieb regungslos stehen und zeigte keinen Widerstand, als der Mann nach ihr griff. Scheinbar hatte sie sich mit ihrem Schicksal längst abgefunden. Nachdem sie grob an die Wand gestoßen wurde und sich dabei den Kopf blutig schlug, geschah jedoch etwas Unerwartetes. Eine Welle magischer Energie erfasste den Mann. Das traumatische Erlebnis musste die Magiebegabung des jungen Mädchens geweckt haben. Magische Bahnen umschlungen die rechte Hand des Mannes und hüllten sie in trübe Dunkelheit. Verdutzt und wütend griff er ihr an die Kehle und vor Schreck konnte sie den ihr selbst unbekannten Zauber nicht mehr aufrechterhalten. Als sich schlagartig der dunkle Schleier löste, war nur noch eine entstellte Klaue statt der Hand des Mannes an seinem Gelenk zu erkennen. Von dieser wildmagischen Entstellung seines Körpers irritiert, verharrte der Mann einige Sekunden grübelnd, die linke gesunde Hand immer noch am Hals der Dienerin. Er kam zu dem Entschluss, dass er seinen erhabenen Pfad nicht weiter beschreiten könne, da schon bald jeder wüsste, dass er sich an einem Hexenweib vergriffen hatte. Sein bisheriges Leben wäre verwirkt. So griff er zur brennenden Öllampe auf dem Nachttisch, doch bevor er diese auf die immer noch vor Schreck wie angewurzelt dastehende Dienerin werfen konnte, stürmte seine Gefährtin aus dem Schrank, um ihn aufzuhalten. Doch es war zu spät. Das lodernde Öl ergoss sich über den Fußboden und binnen wenigen Augenblicke fingen die Kleider der Frau und des jungen Mädchens an zu brennen. Im Augenblick ihres gemeinsamen Todes verschmolzen die wildmagischen Kräfte der Dienerin mit den tiefen Rachegefühlen der betrogenen Gefährtin und wurden zu einem mächtigen und schrecklichen Geisterwesen, der Aschewitwe. Der Mann hatte sich nach dem Löschen des Feuers auf dem Hinterhof seine entstellte, clownartige Hand mit einer Holzfäller-Axt vom Unterarm abgetrennt. Seiner Familie und den anderen am Hof Anwesenden erzählte er, dass die halbeternische Dienerin aus Eifersucht seine Gemahlin mit Wildmagie angegriffen und so einen Teil des Zimmers verbrannt habe. Er habe seine Gefährtin retten wollen, wobei er sich jedoch seine Hand so sehr in dem magischen Feuer verbrannte, dass er seine Frau in den Flammen zurücklassen und sich die Reste seiner verkohlten Hand habe abhacken müssen. Der Grafensohn konnte sein Ansehen wahren, schritt weiter unbescholten auf dem erhabenen Pfad und beerbte schließlich seinen Vater. Doch bis ans Ende seines Lebens fand er keine neue Gefährtin.
und in jeder Nacht erschien ihm die Aschewitwe, raubte ihm mit ihren Klagelauten den Schlaf und vergiftete seine Träume, sodass sein Dasein als Schlossherr ein elendes war. Als seine letzte Stunde nahte, wusste er, dass ihm der Einzug in die ewigen Pfade für lange Zeit nicht vergönnt sein sollte, und reuevoll erwartete er sein neues Leben, das er nach Malfas Willen als Untersteter verbringen sollte. Anmerkung des Autors: Die Mythen besagen, dass der Geist der Aschewitwe noch heute in den Ruinen des Schlosses lebt. Und wer nah genug ist, die Klaue ihres Mannes zu dem alten Schloss zu tragen, vermag sie zu wecken. Über den derzeitigen Aufenthaltsort der Klaue kann nur spekuliert werden. Doch es heißt, sie sei durchaus beliebt bei Artefakthändlern. Immer wieder bietet einer von ihnen das furchtbare Überbleibsel für gute Groschen an, nachdem er es zuvor billig von einem verzagten und verschämten Abenteurer erhalten hatte, der doch nicht wagemutig genug gewesen war, damit den Geist der Aschewitwe hinaufzubeschwören. Oh, das ist auch interessant, Leute. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die alle finden. So, jetzt haben wir noch den stählernen Wächter. Okay, das ist Band 5. Ist das denn Band 4? Ja, okay. Den Triceratops finden und bezwingen. Okay. Mythen und Legenden, Band 4. Der Berg in der Wüste. Verfasst von Erzmagister Gawain Giratu 8111 nach Stern. Stand da nicht bei dem dritten Band, eben bei der Aschewitwe, nicht schon 8112? Kann auch nicht sein. Passt doch nicht. Naja, egal. In jüngster Zeit erzählen die Mütter aus Dünenheim ihren Kindern vom Berg in der Wüste, um ihnen den Übermut auszutreiben, der die Wegestreue besonders in den jungen Jahren oft herausfordert. Die Worte handeln von einem Wildmagier, der sich in die Pulverwüste zurückzog, um sich voll und ganz der Entropie hinzugeben und Wesen aus anderen Realitäten in unsere Welt zu zerren. Anfangs waren es wohl nur Haare und Schuppen, später auch einzelne Gliedmaßen und letztendlich vollständige Tiere. An Menschen oder gar spektralen Wesen und Verlorenen hatte er scheinbar kein Interesse. Nach ein paar Regenzeiten, die man bei uns im Herzland gleichermaßen in Winter umrechnen kann, war er so geschickt im Anwenden der verbotenen Magie, dass er sich nicht mehr damit begnügte, die Tiere aus der Wüste herbeizurufen. Sein Problem bestand nämlich darin, dass die alternativen Realitäten der unseren sehr ähnlich waren. Zwar sah er dort zuweilen auch eine Großkatze, die keiner uns Bekannten glich, bunte, langgliedrige Vögel oder auch kargere, hagere, tiefschwarze Knochenreißer, aber mit der Zeit kannte er auch diese fremden Wesen zur Genüge. Denn immer wenn er eine Kreatur aus dessen Existenz zog, fokussierte er sich darauf, sie in einem Käfig landen zu lassen, den er extra dafür angefertigt hatte. Nach genauerer Betrachtung und dem Anfertigen einer Zeichnung brachte er sie zurück in ihre Realität. Sein Ansporn bestand anscheinend in der Forschung. Da der Wildmagier, dessen Name nicht überliefert ist, es nicht vermochte, sich in dem Meer der Realitäten räumlich zu orientieren, versuchte er, Realitäten zu finden, die sich zeitlich von der unseren unterscheiden. Zu seinem Erstaunen gelang es ihm eines Tages ohne weitere Übung, seinen Geist in einer sehr weit zurückliegenden Realität zu verankern. Er wurde schnell fündig und voller Freude über das, was sein geistiges Auge sah, holte er das erste Wesen aus seinem durch den zeitlichen Unterschied verzerrten Blickfeld in unsere Welt. Eine riesige, mit Hörnern ausgestattete Echse, groß wie ein Rambock und mit einem gigantischen Schild am Hinterkopf. In seinem Übermut hatte der Wildmagier nicht auf die schiere Größe der Echse geachtet. Als sie aus dem Riss, der als Portal zur zeitlich fernen Welt diente, in den Käfig befördert wurde, zerbarst dieser unter lauten Gedonner in alle Richtungen. Vielleicht war es dieser Knall oder das Gefühl der Entwurzelung aus der eigenen Wirklichkeit. Jedenfalls toste das Ungetüm erschrocken, aber auch wütend los und stieß dem Magier eines seiner langen Hörner direkt durch die Augenhöhle. Die Geschichte endet damit, dass man die Trümmer des Käfigs samt eines Skelettes heute noch an einem Felshang entdecken kann. Der Wüstenwind trug jedoch dazu bei, dass jede Spur der Riesenechse nach kurzer Zeit im Sand verwehte. Manchmal jedoch, so die Legenden, könne man sie noch als Berg in der Wüste am Horizont entdecken. Oh.
Ja, da haben wir uns ja was vorgenommen. So, und das letzte Buch war jetzt der stählerne Wächter, ne? Mythen und Legenden, Band 5, der stählerne Wächter. Verfasst von Erzmagister Gawain, Giratu 8111 nach Stern. Ein weniger bekannter Mythos ist der des stählernen Wächters. Seine fehlende Popularität ist gerade deshalb beeindruckend, da er eine der ältesten Mythenkreaturen ist, auf die Enderal zurückblicken kann. Den Legenden nach trug der stählerne Wächter einst den Namen Ibrahil Ratu, ein Halbeterner, der sich als Leibwächter in den Rängen der engsten Vertrauten des Arkanisten Dalmarek befand, der, wie wir alle wissen, die Schuld für die Verwüstung des Landstriches Talgard trägt. Es heißt, dass Ibrahil, ein zutiefst wegestreuer Mann, die Katastrophe habe kommen sehen. Mehr als einmal riet er seinem Meister zur Vorsicht, was dieser jedoch ignorierte. Eines Tages, kaum 2 Monate später, sollte sich die Katastrophe ereignen, die wir heute als das Sonnenfeuer kennen. Entschied er sich zu handeln. Dalmarak war vom rechten Weg abgekommen. Ibrahil wusste, dass es seine heilige Pflicht war, ihn zu stoppen. Dies schmerzte ihn in unerträglichem Ausmaß, hatte er doch 4 Jahrzehnte in Dalmareks Dienst gestanden. Dennoch schlich er sich nachts in die Gemächer seines Meisters. Als er jedoch über dessen Bett kauernd die Axt über den Kopf erhob, gefror er urplötzlich mitten in der Bewegung. Mit schreckensgeweiteten Augen musste er ansehen, wie sich seine Haut grau färbte und stachelartige Gewüchse aus seinem Rücken hervorbarsten. Mit letzter Kraft warf er das Laken zurück, unter dem sich eine menschliche Form abzeichnete. Es war eine Vogelscheuche. Seither ist es Ibrahils Schicksal, die Katakomben des nun zerstörten Klosters, in dem Dalmarak forschte, zu durchstreifen. Sein Wille ist auf magische Art und Weise an den seines alten Meisters gebunden, und obwohl dieser bereits tot ist, hält der Fluch an. Plünderer, Sonnengeborene und Verlorene haben bereits versucht, der starren Gestalt den Garaus zu machen. Aber Dalmaraks Magie war mächtig. Weder Feuer, Eis noch Gift können ihm etwas anhaben, und selbst die mächtigsten Klingen durchdringen nur mit Mühe den Stahl seiner Rüstung. Oha, oha. Also die werden schwer. Wenn wir die finden, die werden alle, glaube ich, richtig knackig. Ich werde die Bücher auch behalten. Da waren ja doch einige Hinweise und Tipps dabei. Und ja, wenn es dann soweit ist, ja, werde ich die dann wieder hervorholen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Das soll es gewesen sein. Und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, euch eine schöne Zeit und ciao.